Einen wunderschönen guten Tag und heute einmal wieder zusammen. Im heutigen Video werde ich euch mal zeigen, wie man sich so eine schöne Holzbox bauen kann. Und ich verspreche euch, das ist auch ziemlich leicht. Wenn ihr wissen wollt, warum ich jetzt schon wieder einen Monat lang kein Video gemacht habe, bleibt einfach bis zum Schluss dran, da werde ich euch das kurz erklären. Und da werde ich euch noch eine Kleinigkeit zu dieser Box hier erläutern, denn die habe ich noch ein wenig modifiziert und vielleicht möchtet ihr das auch wissen. Also wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Video. Als allererstes hole ich mir ein gehobeltes Palettenholzbrett und schneide es einmal an der Tischkreissäge runter. Dadurch, dass es schon relativ gerade war, kann ich dies einfach wiederholen und bekomme ein relativ gerades Brett. Jetzt werde ich Querschnitte machen. Und weil dieses Kreissägenblatt nur 24 Zähne pro Kreissägenblatt hat, werde ich ein anderes verbauen und das hat nämlich mehr. Das später verbaute Blatt wird mir einfach eine bessere Oberfläche geben, die ich später nicht mehr so viel schleifen muss. Als erstes klemme ich einen sogenannten Stoplock an meinem Schiebeschlitten fest und mache so später einfach die Schnitte. Durch diesen Stopblock werden auch alle Holzstücke gleich lang. Diese Holzstücke habe ich an meinem Bandschleifer direkt mal ein wenig mit 80er Schleifpapier geschliffen, damit sie sich besser anfühlen und einfach nicht so rau sind. Ich habe mich jetzt ans Leimen gewagt und ich muss wirklich sagen, das war jetzt nicht so leicht. Da gebe ich euch einen kleinen Tipp, und zwar solltet ihr als erstes die Nägel durchschlagen und sie ein kleines Stückchen durch das Brett durchschauen lassen. Dann gebt ihr diesem Brett einen kleinen Klapser auf das zu verbindende Brett und dann habt ihr da mal eure Punkte. Und dann ist es später viel leichter, wieder diese Löcher zu finden, sprich den passenden Platz, wo das Brett dann hin muss. Und so könnt ihr die Nägel dann leichter einschlagen. Wenn ihr einen Schleim drunter habt, dann neigt das dazu, dass es immer mal ein bisschen wegflutscht und das macht das Ganze ein wenig schwierig. Jetzt nehmen wir uns ein wenig Spachtel zur Hand und spachteln einfach ein paar Unebenheiten im Holz aus oder einfach wenn da Löcher im Holz waren, das spachteln wir aus, denn das Ganze wird ja eh später übermalt und dann sieht man das nicht mehr. Und in der Zwischenzeit habe ich mal wieder die Chance genutzt, meine Stecheisen zu schärfen. Da kann ich euch ja mal gerade ein kleines Update geben von meinem Schärfstein. Ich habe ihn jetzt bestimmt schon ein halbes Jahr im Teich liegen und das sieht man ja auch. Da sind zwar ein paar Algen drauf, das ist jetzt aber nicht so schlimm. Bei dem groben Tausenderstein macht das überhaupt nichts, das ist einfach wie ein gutes Rutschmittel. Nur beim 3000er-Stein merkt man es ein wenig, da klebt es ein wenig, aber mein Gott, ich fand es jetzt nicht so schlimm und meine Stecheisen sind noch scharf und sie werden auch noch scharf durch den Stein, also lasse ich das Ganze erstmal so. Und jetzt haben wir leider einen kleinen Sprung im Video und dafür entschuldige ich mich auch wirklich bei euch. Und zwar seht ihr ja selbstverständlich, hier haben wir einen anderen Papierhalter. Der Grund dafür ist einfach, die Maße, die ich gewählt habe, waren falsch. Außerdem musste ich hinten noch ein kleines Fach hinzufügen, wo man Visitenkarten einfügen kann. Und außerdem ist mir das andere Ding einfach kaputt gegangen, es ist runtergefallen oder es ist irgendwas draufgefallen. Auf jeden Fall war eine Wand rausgebrochen und naja, ein wenig ärgerlich, aber die Prozesse, das waren einfach dieselben und deswegen habe ich das nicht mehr dokumentiert. Und hier sehen wir auch schon unsere zwei Werkstücke. Das sieht jetzt noch nicht so richtig schön aus, der Grund dafür ist aber einfach, die habe ich jetzt erst einmal angestrichen und der zweite Anstrich folgt gleich. Nachdem das Ganze dann trocken war, habe ich einfach zwei Schichten matter Sprühlack aufgetragen. Ich habe das jetzt hier in der Werkstatt getan auf meinem Holz. Wagen, aber ich empfehle es euch im Freien zu machen oder eine Atemschutzmaske zu benutzen. Denn diese Gase, die sind wirklich nicht gesund für euch und in Zukunft werde ich mir auch eine Atemschutzmaske zulegen. Außerdem solltet ihr zwischen den Lackschichten unbedingt zwischenschleifen. Das muss jetzt nicht extrem sein, einfach nur ein wenig, damit der Lack besser hält. Hier sehen wir diese schöne Box, die habe ich ja schon in einem anderen Video gebaut. Und zwar wurde ich da gefragt, wie habe ich das gemacht, dass dieser Deckel perfekt hier oben hält. Das ist eigentlich relativ simpel und das war auch eigentlich gar nicht vorgedacht. Und zwar hält sie einfach, indem sie da reingepresst wird. Das ist kein Halter, ich kann es euch ja zeigen, das ist einfach nur eine Box. Und wenn ihr das so runterfallen lässt, dann bleibt das hier perfekt drin hängen. Ich muss das eben noch ein wenig mit ein wenig Schleifpapier schleifen, hier innen drin und mit einem Hobeleisen den Lack ein wenig wegkratzen bzw. schneiden. Aber jetzt hält das optimal und ich kann mich nicht beschweren. Außerdem habe ich das Ding da ja im ersten Video mit Lack gestrichen,
Aber das Resultat fand ich jetzt nicht so schön und deswegen habe ich das Ganze nochmal mit dieser Box zusammen geschliffen, neu lackiert und anschließend mit matten Glanzlack, hier, also matter Lack, gesprüht. So viel dazu und jetzt seht ihr hier einfach die fertigen Produkte und ich denke mal, so sieht das viel besser aus mit dem gesprühten Lack als mit dem gepinselten Lack. Und im Kompletten bin ich eher allgemein relativ zufrieden. Sieht alles hübsch aus und jetzt habe ich schon mein erstes Weihnachtsgeschenk. Also wenn du das Video bis jetzt geguckt hast, dann danke mich erstmal. Es gibt nicht viele, glaube ich, die das Video komplett durchschauen. Auf jeden Fall wollte ich euch ja kurz erklären, warum ich die letzte Zeit keine Videos gemacht habe, beziehungsweise hochgeladen habe. Der Grund ist eigentlich relativ simpel und zwar hat die Technik bei mir mal wieder gestreikt, wie die Bahn. Nur zum Glück fahre ich nicht mit der Bahn. Naja, was soll's. Auf jeden Fall war mein PC defekt und das hat ungefähr so ausgesehen. Ich habe den hochgefahren und dann ist der, während er angewiesen war, einfach ausgegangen, als wenn man den Strom gezogen hätte. Und glücklicherweise habe ich erst eine Woche zuvor meine ganzen Daten auf meine externe Festplatte gezogen und sonst wären die jetzt wahrscheinlich futsch. Aber das ist es nicht. Ich habe jetzt so einen neuen alten PC, so kann man sagen. Und dieses Video, das ist ja auch eigentlich komplett, ist das schon relativ alt. Und zwar habe ich das Zeug am Anfang, habe ich schon, ich glaube, vor 2 Monaten gedreht. Und das hier mit dem Lackieren, das habe ich heute erst gedreht. Und ich werde es heute auch noch fertig schneiden und wahrscheinlich dann heute auch noch hochladen, wenn es nicht zu lang dauert, das Video zu rendern. Das war's jetzt mit dem Video und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen guten Abend, beziehungsweise wann ihr das Video guckt, einen schönen Rutsch ins neue Jahr oder fröhliche Weihnachten, das ist ja auch bald alles und ich bin jetzt raus und ich bedanke mich, dass ihr mein Video angeklickt habt und tschüss.